Einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Monday Night Raw Review. Raw 1099, wir nähern uns der 1100 und WWE hat allen Anschein nach kein Jubiläum geplant. Ja, Deutschland hat 4-0 gegen Portugal gewonnen. Wir haben festgestellt, wir können sogar 4 Kanthölzer in die Abwehr stellen und gewinnen trotzdem gegen Portugal. Und I got some bad news for ya. Der Jens ist heute nicht dabei, der ist irgendwo verloren gegangen. Hat es nicht rechtzeitig nach Hause geschafft. Aber kein Grund zur Sorge, denn ich habe mir wieder kompetenten Ersatz geholt. Guten Abend, Travis. Wrestling! Hallo. Ja, Monday Night Raw. Wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass Vince McMahon noch immer auf Göbel-Humor steht. Dass das Shield anscheinend jetzt ohne Trara vollkommen gesplittet wurde. Und dass John Cena vielleicht doch Superman ist. Aber satteln wir das Pferd doch von Anfang an auf, denn das komplette Roster, bis auf Bray Wyatt, Alberto Del Rio und noch ein paar andere, stand auf der Bühne. Big Show habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Auf jeden Fall kamen dann hier Triple H und Stephanie McMahon heraus. Und verkündeten, dass Daniel Bryan ja wieder nur ein B-Plus-Player ist, dass es Best for Business jetzt wäre. Daniel Bryan ist ein egoistischer Egomane. Boah, der war gut doppelt gemoppelt. Und kommen dann auf das Ladder-Match zu sprechen, haben es vermieden, es Money in the Bank Ladder-Match zu nennen, weil das ist es ja auch nicht mehr. Nee, ist es nicht. Und haben dann beschlossen, dass es heute eine Battle Royal geben wird, um den letzten verbliebenen Platz im Money in the Bank Ladder Match, was keins ist, wie schon eben gesagt, zu ermitteln. Nicht dabei sein werden aber Roman Reigns und Dean Ambrose, weil das sind böse Jungs und die mögen mich nicht, wie Triple H es anders formulierte. Und weil so eine Chance 1 gegen 20 oder so, das ist ja unfair. Da hat man ja kaum Siegchancen. Also geben wir John Cena mal eine 1-zu-1-Chance und setzen ihn in ein Singles-Match gegen Kane. Ein Stretcher-Match. Ist doch super. Ich, hier, du gemeiner Typ, du Arsch, dich mag ich nicht. Und, in der Battle Royale gewinnt man ja 10-mal wahrscheinlicher, also gegen 19 andere Leute, als gegen einen einzigen. Und deshalb kommst du als Strafe jetzt in ein Singles-Match gegen einen Monster, was seit, weiß ich nicht, wann nicht mehr gewonnen hat. Anfang des Jahres? Dieses Jahr einen DQ-Sieg gegen Roman Reigns, wie Kane sagte. Ja. Das kann er ja gar nicht gewinnen. Nee. Also, ich glaube, es geht los. Da hat Cena ja mal wieder voll die Arschkarte gezogen. Also, mein Gott. Und dann muss er ihn nur über eine Linie befördern. Ja. Und theoretisch kann er ihn ja einfach, er kann sich einfach wieder sein Ducktape nehmen, ihn an seiner Hand festtapen, dahin zerren, drüber schubsen, daran denkt nur keiner. Er muss ja auf der Trage liegen. Ach so. Ja, es ist ja ein Stretcher-Match. Ja gut, das war aber auch so eine Kreuzung. Stand wieder ein Krankenwagen rum, obwohl das kein Ambulance-Match ist. Ja, irgendwo musste es ja die Trage herbekommen. Ach so. Die wurde ja aus dem Krankenwagen rausgefahren. Die stand doch dann die ganze Zeit nur noch da. Ja, aber sie wurde am Anfang der Show, bei diesem Segment, wurde sie aus dem Krankenwagen von zwei netten Herren rausgefahren. Dann dahin geschoben. Ach ja. Und Kane ist danach ja so fertig gewesen, dass man ihn dann doch ins Krankenhaus bringen musste, eigentlich so. Hatte man es vorher angekündigt. Aber ja, wie JBL ist, rote Monster krankenversichert ist, heieiei. Tja, aber wie JBL es später sagte, boah, ich beneide John Cenas Fähigkeit, in großen Matches immer zu gewinnen. Eröffnung. Man höre und staune. Zum Vergessen, oder? Bitte? Ja, Eröffnungssegment zum Vergessen und eine Logik. Liest da niemand drüber? Möchte man, dass wir alle Cena hassen einstimmig und ein Match gegen Kane ist so viel schwieriger und unfairer als ein anderes Match, wo du von 20 anderen Leuten mal eben nur übers oberste Seil geworfen werden musst, um zu verlieren. Ganz klar. Das wäre so wie wenn HBK 2010 statt in den Royal Rumble zu gehen, um ein Match gegen Undertaker zu bekommen, beim Royal Rumble vor WrestleMania 26 gegen Kalito hätte antreten müssen. In einem stinknormalen Singles-Match. Wäre scheißegal gewesen. Völliger Schwachsinn. Ich meine, guckt da kein Mensch drüber, bevor sie... Spit in the face. People don't want to be cool. Kalito. Ja, den hätte man eigentlich auch nehmen können, so vom Win-Loss-Record. Aber guckt da kein Mensch drüber, über das Skript und guckt... Naja, wenn Vince das
hauptsächlich. Goddammit, das machen wir jetzt so! Genau. Ich find's ja auch amüsant, dass Rollins geturnt ist, keinen Grund genannt hat für diesen Turn zu Triple H und überhaupt keine Möglichkeit kriegt, am Titelmatch teilzunehmen. Er ist nicht dabei, er durfte in kein Qualifikationsmatch. Klar, man möchte ihn gegen man möchte ihn gegen Ambrose booken, aber man hat ihm ja noch nicht mal die Möglichkeit gegeben, dabei teilzunehmen. Da hätte man ja immer noch Ambrose irgendwie so booken können, dass er in den Shot dann kostet, wie letzte Woche bei Ambrose gegen Wyatt. Ja, Aber was hat Rollins dieser Turn gebracht? Ja, er hat sich angepasst. Er ist evolved. Hast du das nicht mitbekommen? Ich meine, würdest du nicht, wenn du mit deiner Gruppe alles platt gewalzt hast, zu der Gruppe wechseln, die du gerade völlig platt gewalzt hast und die ergo eindeutig wesentlich schwächer ist als deine eigene, weil es dir mehr bringt und weil du es kannst, weil du der Architekt bist? Das ist ungefähr so, als wenn ein Architekt für ein Hochhaus 3000 Preise absahnt und Millionär damit wird und sich dann sagt, so, jetzt habe ich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, aber jetzt mache ich das wieder kaputt, weil ich bin der Architekt und das kann ich halt. So. Du hast die Logik nicht verstanden, Travis. Und stattdessen ziehe ich nach Katar und baue mir ein Holzhaus oder so. Das wäre da auf jeden Fall mal etwas anderes. Aber du hast den Sinn und Zweck nicht verstanden. Du musst die Logik von WWE sehen. Er hat mit The Shield alles erreicht. Jetzt sucht er sich einfach eine neue Herausforderung. Weil er hat gesehen, Evolution ist so, eine Gurkentruppe, also. Ja, wollte gerade sagen. Mach ich das hat sich die 3MB angeschlossen. Jetzt wären es dann nämlich wieder 3MB mit Hornswoggle, Heath Slater und ihm. Nee, stattdessen zu Evolution. Naja, er ist ja nicht bei Evolution. Er ist ja nicht mehr bei Shield. Das ist das nächste. Ich zerstöre mein Stable, um, jetzt eine Fehde mit Ambrose zu beginnen, den ich eigentlich erleiden kann. Ziggler dreimal hintereinander zu besiegen und ein schreckliches neues Team zu bekommen, was das übelste Jobber-Geschreddere ist und mich irgendwie an das alte Team von Vance Archer oder Moment, Mike Knox, genau, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Da können wir ja bei Ambrose dann auch noch zu sprechen kommen. Du hast ja eine Wahnsinnsüberleitung geschaffen zu Seth Rollins gegen Dolph Ziggler im Open. Ja. Ja, Rollins gewann via DQ, nachdem Dean Ambrose die Rampe runterstürmt und Rollins attackierte. Also das waren 11 gute Minuten, aber wie du sagtest, dritte Match in 2 Wochen. Mhm. Aber davon gerne mehr, länger. Nur Rollins hatte 2 Buckle-Bombs gezeigt, hatte seinen Blackout, oder jetzt heißt er ja Curbstomp, auch wenn gar kein Botch da in der Nähe ist, gezeigt und hatte Ziggler klar besiegt. Warum muss es dann da noch ein DQ geben? Warum kann Ambrose dann nicht angreifen, nachdem er ihn besiegt hat oder bevor er Ziggler komplett auseinanderpflückt. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass man wirklich 3 Matches hintereinander mit demselben Finish bookt. Das war davor. Achso, ja, du meinst im Fall auf der Show. Ja, okay. Ja. Die anderen beiden hat er gewonnen, glaube ich, Rollins. Ne? Einfach so clean. Ich glaube ja. Also zumindest das letzte. Davor weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hat man halt gemacht. Vielleicht will man das Match noch mal wiederholen bei SmackDown oder so. Ich weiß es nicht. Und dieses Mal gewinnt er dann und wird danach attackiert oder so. Keine Ahnung. Also es ist jetzt aber auch nichts Dramatisches. Ich meine, wie du gesagt hast, er hatte ja quasi gewonnen, hat ihn auch schon davor besiegt. Und es war ja auch beim Hintergrund dessen, dass Ziggler aus Cleveland kommt. Was laut Melzer gar nicht so korrekt ist eigentlich, weil er ja wohl irgendwie nur mal in dem Vorort groß geworden ist und dann eigentlich direkt verschwunden ist. Ja, aber immerhin hat man ihn jahrelang nur aus Hollywood, Florida angekündigt. Ja, das ist das nächste. Und dann war er letztes Jahr, glaube ich, dann gegen Sandow in der Matchreihe plötzlich Ohio's Favorite. Genau. Irgendwie halt, also er ist auch aus Ohio, aber nicht, naja. So eine Sache, aber da wird man ja schnell mal, da werden Leute aus Samoa plötzlich schwarz, so wie The Rock. Oder weiß ich nicht, US-Amerikaner. Solange man es nicht mit Rusev macht, also ihn schwarz macht. Ja, genau, der erste schwarze russische Nationalheld. Alles dasselbe! Ja, auf jeden Fall haben sich Rollins und Ambrose dann ein bisschen geprügelt. Rollins ist geflüchtet, Ambrose in seiner coolen Art hat ihn dann herausgefordert, sich sofort zu prügeln und Triple H kam auf den Titantron und sagte, nein, aber ich find's ja gut, dass du dich prügeln willst, denn ich habe jetzt some bad news for you. Und dann hatten wir das Match Bad News Barrett gegen Dean Ambrose. Ja. Ambrose hat
ordentlich mitgehalten, ist dann auf die Schulter gefallen, die Schulter wurde bearbeitet, er hat gesellt wie ein Weltmeister, war dann mit seinem Comeback, hat gewonnen faktisch, und dann kam Rollins, hat ihn abgelenkt, Barrett wollte ihn umhauen, er ist ausgewichen und dann Dive auf beide, weiter die Schulter gesellt wie ein Weltmeister, das nenne ich mal wirkliches Selling. Hat sich mit Rollins geprügelt, countert sich für Barrett und danach noch Headlock Driver für Barrett. Jo. Und er hat gefeiert, er wurde bejubelt. Also ich fand die Reaktion deutlich besser als Meltzer, weil der meinte ja so, das war jetzt gar nicht so überragend. Welche Reaktion? Auf Ambrose. Auf Ambrose. Aber ich fand ihn echt stark. Ja, also sie war halt, der Typ war halt davor ein Psycho, sagen wir. Also er war halt der Psycho der Gruppe und als solcher muss man erst lernen, vielleicht als Casual Publikum ihn zu bekommen. Aber hätten wir da zum Beispiel jetzt ein absolutes Smart Crowd gehabt, dann wäre der deutlich mehr bejubelt worden. Man muss ja positiv festhalten, dass man seinen Charakter bisher nicht geändert hat. Ja, nee, im Endeffekt verprügelt er jetzt halt nur die richtigen Leute und wird bejubelt. Es war sowieso aber eine sehr, sehr brave Crowd. Also sie haben nicht viel Leute gebuht, die nicht gebuht werden sollten. Gerade so Leute wie Barrett, der ja normalerweise absolutes Babyface ist, von der Reaktion her, haben sie auch ordentlich gebuht. Aber ja, das war auch eigentlich ganz smart. Also hat man in dem Match alles richtig gemacht. Barrett hat nicht verloren. Er lag auch am Ende nicht K.O. im Ring, sondern hat schon gefeiert, auch wenn er dann abgefertigt wurde. Aber es war nicht schon wieder so, dass der Intercontinental Champion einfach so platt gemacht wurde. Und ja, das mit Rollins baut man ganz anständig auf. Wenn man wirklich auf ein Pay-Per-View-Match der beiden abzielt, meine Güte, hab das Wort vergessen, dann denke ich schon, dass es super gut werden wird. Vielleicht aber nicht ganz so gut wie mit Rollins als Face. Also die hatten ja ein absolutes Summer-Match in der FCW damals noch. Florida Championship Wrestling, der alten Entwicklungsliga, die nicht halb so gut war wie NXT. Da war allerdings Ambrose der richtige Psycho-Heel, Top-Heel der Liga damals, auch wenn er den wichtigsten Titel gewonnen hat. Und Rollins war halt der brav kämpfende Held, der sich halt da irgendwie durchbeißen musste und gegen den Psycho eigentlich keine Chance hatte. Wie das jetzt umgekehrt sein wird, bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber wenn was man so von den House-Shows hört, soll das ja echt super sein. Ja, und man hat auch jetzt die Chance, sich erstmal noch mit Ambrose ein Face zu machen, was vielleicht ein bisschen kantiger, ein bisschen anders ist als der coole Reigns oder der aalglatte Cena, halt der so ein bisschen psychotisch veranlagte. Ist eigentlich ganz cool. Passte auch das Outfit wunderbar zu, auch wenn es jetzt halt wirklich nur die Straßenklamotten war. Ja, es war wohl seine Straßenklamotten. Sehr interessant, dass der im Take-Top und Lederjacke und in, passt eigentlich ganz gut zu ihm. Und er ist unglaublich muskulös geworden. Ja. Also Rollins und Ambrose sind nicht wesentlich unmuskulöser als Reigns. Ich finde sowieso, halt dass allgemein Reigns, vom Körperbau schmaler. Ja, genau. Reigns ist halt breiter gebaut, aber gerade so was Bizeps angeht und so weiter, der ist halt ein bisschen weniger Salat als seine Kollegen. Aber ansonsten finde ich, sind sie alle sehr breit geworden. Und gerade wenn man sich Ambrose als Moxley früher anguckt, das war ein Strich ohne Bizeps, der durch seinen agilen Stil aufgefallen ist. Und jetzt finde ich, ist er echt ziemlich muskulös geworden. Sieht aber ganz gut aus. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, wieso läuft er Backstage in Straßenklamotten rum, aber alle anderen haben ihre Schlüpperchen schon an? Warum geht John Cena in seinen T-Shirt Merchandise-Klamotten mit AJ zum Business-Dinner, wenn du dich erinnerst? Warum ist John Cena damals in seinen Ringklamotten durch den Schnee gewatscht und in die Halle gekommen, zu Fuß? Vor ein paar Monaten. Warum ist John Cena immer noch der Topstar der Company? Ich greife vor. Aber, wie vorhin schon angesprochen, der unspektakuläre Split von The Shield jetzt. Ambrose auf einmal eine eigene Mucke, die jetzt irgendwie völlig bedeutungslos und... Ich weiß nicht. Seine Mucke besser als die von Rollins. Ich fand die beide so völlig charakterlos. Einfach also nur du. Ich fand Rollins richtig schlimm, weil das war halt nur Geschreddere. Ist das die gleiche gewesen wie letzte Woche? Oder war es jetzt schon wieder eine andere? Ich letzte Woche kein Raw geguckt habe. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, also eigentlich ist es logisch, weil sich Ambrose und Reigns ja nie so gut verstanden haben wie, weiß ich nicht, Rollins und Reigns oder Rollins und Ambrose. Weil er halt sozusagen der... man hat letzte Woche gesagt... Man hat nichts dafür getan, dass man das jetzt so andeutet, so, okay, Roman, jetzt ist Rollins raus,
ich hau dem jetzt auf die Fresse, gegen dich habe ich nichts, viel Erfolg bei deiner Singles-Karriere, nach dem Motto. Ja, man hat letzte Woche nur gesagt, dass er jetzt gegen Rollins gehen will, Ambrose, aber dass das jetzt so völlig voneinander getrennt ist, von jetzt auf gleich, finde ich dann schon... Also ich finde, man hätte es halt andeuten sollen, aber... Ja, vor allem, die können ja jetzt eher so eine lose Verbindung halt, weiterhalten, ne? Das ist halt so plötzlich irgendwie. Ja. Also man hätte jetzt ja auch noch, weiß ich nicht, Hunter mit Rollins gegen Ambrose und Reigns machen können für ein Pay-Per-View. Ja, das könnte man ja eigentlich sich noch wunderbar jetzt hier für Battleground aufheben, ne? Ja. Weil Rollins, Reigns gegen Triple H soll ja für ein SummerSlam kommen und irgendwie muss man diesen anderen Pay-Per-View ja noch überbrücken. Reigns und Triple H meinst du? Ja, meine ich doch. Ja. Und Battleground ist vor SummerSlam? Ja, der kommt noch zwischen Money in the Bank und SummerSlam. Seit wann das denn? Haben sie da die Schedule umgestellt? Ja, anscheinend. Okay, ja gut, dann macht das Sinn. Orton bleibt ja auch noch in der Verlosung. Rollins und Orton geht natürlich auch. Ja. Aber dann gehen wir mal weiter. Dann hatten wir Vicky Guerrero backstage mit zwei Kaffee und sie wurde von Roman Reigns abgefangen, der unbedingt in die Battle Royale wollte und meinte, ja, Vicky, komm, lass mich da rein oder so. Willst du dein Leben lang für die beiden Kaffee holen? Und wenn du schon Kaffee holst, dann solltest du auch den Zucker nicht vergessen. Ja, Vicky dann, oh nein, ich habe den Zucker vergessen, rannte weg und Reigns ganz heimlich schüttete irgendwas in den Kaffee, vermutlich was Ipecac oder irgendwie sowas. Irgendein Brechmittel auf jeden Fall. Ja, irgendwas böses. Vince McMahons Humor. Das, meine lieben Leute, ist übrigens reinste Attitude Era. Das so sah schön. Das Toilettenhumor und eklig und Pipi-Kaka-Humor, das war Attitude Era. Das wäre ein typisches Segment gewesen, also das kommt ja später noch, was die damals total gefeiert hätten. Wer sie sich also zurückwünscht und auf das heutige Produkt schimpft, der sollte hier besser seine Fresse halten. Ich habe übrigens vorhin die letzte Folge der vierten Staffel von Game of Thrones noch gesehen, ne? Wo sind sie mittlerweile? Wenn ich das jetzt nachfrage. Moment. Ist es das, was ich denke? Ist das Tyrion Rage Mode gewesen? Die zehnte Folge. Der Mord auf dem Locus. Daher scheiße. Ja, genau, natürlich. Der Mord auf dem Locus. Da musste ich irgendwie an Raw denken. Ja, liebe Leute, mittlerweile ist Raw nicht nur selber eine völlig beschissene TV-Show mit seltsamen Segmenten zwischendurch, ja, zumindest größtenteils. Es wirkt sich auch negativ auf andere Shows aus. So schlimm ist es schon. Und die Typen wundern sich, dass man mittlerweile über Wrestling redet wie das letzte Tracky-Nerd-Gedöns. Wir können die Segmente ja jetzt schon mal an, also jeder weiß, was kommt. Mit der späteren Kotzorgie. Hätte ich vor, wann habe ich angefangen Wrestling zu gucken? Damals. Fast 10 Jahren mittlerweile. Dieses Segment gesehen, anstelle von echtem Wrestling, als ich eingeschaltet hätte. Ich hätte mich nie wieder mit diesem Sport auseinandergesetzt. Ja, woher soll ich dann? Ich wollte damals sehen, wie sich Typen im Ring prügeln. Und nicht, wie sich Menschen bekotzen. Das hätte, Man sagt ja immer so von wegen, hier PG, alles scheiße und so, aber die WWE zieht es trotzdem durch. Gleichzeitig kommen dann so eine Segmente. Was soll das? Will man den Kindern damit näher bringen, das weiß ich nicht. Dass das lustig ist, sich gegenseitig ankotzen. Naja, als er ihr da irgendwas in den Kaffee gemixt hat, hatte ich ja schon gedacht, jetzt kriegt sie gleich Durchschiss. Ja. Das hatten wir ja auch schon. Es wurden ja auch schon bei der WWE Leute angeschissen. Ja. Mit Kuhscheiße vom Dach und so. Und... Also klar, es wird keine echte Kotze gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass dieses Zeug, was Vicky abbekommen hat, sonderlich, appetitlicher. Ja, da war wohl was in der Catering-Linsensuppe übrig und dann haben sie sich gedacht, los, raus damit. Ja, so ungefähr. Ja, aber dazu später mehr. Denn jetzt hatten wir erstmal Bray Wyatt Promo. Er wird den Titel holen, denn immerhin sind wir jetzt bei TNA. Titel bedeuten Macht und Veränderung. The power of the title. Wer den Titel hat, hat die Macht. Trouble. Da frage ich mich doch, wieso hatte Daniel Bryan keine Macht? Weil er nur ein B-Plus-Player ist. Ja, aber er hatte doch den Titel. Titel bedeutet Macht. Ja, Boatface. Ja, es ist genauso wie die Promo von Triple H und Stephanie McMahon am Anfang. Wer den Titel hat, repräsentiert die Company und der Titelträger... Ja, und ist man das, sich, wofür die Company man muss steht. Sich den Titel verdienen und man muss Herz haben, sagt Triple H, der die World Heavyweight Championship 2002 geschenkt bekommen hat von Eric Bischoff, der, weiß ich nicht, auch
10 Jahre gefühlt verletzt war, bis er dann bei Madison Square Garden wieder zurückgekommen ist. Es ist alles so, so doppelmoralisch und das ist nicht, das ist halt in mehrfacher Hinsicht schwachsinnig. Das kann man doch keinen sagen lassen, bei dem es halt offenkundig ist, dass er es selber nicht besser gemacht hat. Wenn jetzt ein Face sagen würde, ey, du hast es doch selber, kannst ganz gut reden, aber es stimmt doch alles gar nicht, dann wäre es was anderes, aber man lässt alles so dahingestellt, was einfach scheiße ist und was nicht stimmt. Und ja, man widerspricht sich alle 5 Minuten. Man gräbt Brian jetzt auch in seiner Abwesenheit, auch wenn er immer noch over ist, obwohl er nicht da ist, was man ja heute auch gesehen hat. Das wird alles auf die Leute zurückkommen. Und es wird den Ratings nicht helfen, wenn weiterhin in allen Wochen wieder nur Hunter und Stephanie durch die Gegend watscheln und auch einen auf Autorität machen. Wir brauchen mal Veränderung. Vor allem, also wenn sie nicht weggehen. Was nützen Siege über die beiden was? Wenn es dann einfach so weiterläuft wie mit Brian. Was hat Brian der Sieg über Triple H gebracht? Die Fehde lief immer weiter, ohne dass es auf irgendein Ziel hinaus lief. Das wäre jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre weitergegangen. Oder geht also noch normalerweise hätte er jetzt erstmal verschwinden müssen. Ja, das heißt, natürlich. Aber er war direkt einfach da. Ja, ich hab's noch verloren, aber Brian ist trotzdem scheiße und wir machen jetzt weiter. Hol mir Kaffee, Vicky. Es hatte sich nichts geändert. Naja. Wild hat dann noch Rowan und Harper overgebracht und sie als neue Tag Team Champions angepriesen. Bis Sheamus die Promo unterbrach und ein Fight wollte. Feller. Ja, Match war ein durchwachsener Brawl, wie ich fand. Die Q, nachdem Bray Wyatt am Boden war, Sheamus den Brokick zeigen wollte und Rowan und Harper eingriffen, obwohl die Usos extra dafür gekommen sind, um einen Angriff zu verhindern während des Matches. Wow. Und dann gab's noch diesen super duper geilen Leiter-Spot, wo Sheamus die Leiter hält und die Usos auf der Leiter klettern und rausspringen. Mit vielleicht einem Viertel von dem Elan, den sie haben, wenn sie sonst aus dem Ring springen. Und die Usos zeigen einen Leiterspot, obwohl sie nicht in einem Leitermatch sind. Travis, erklär mir das. Manchmal ist das Universum seltsam. Ich weiß es. Welches das? WWE Universe? Nein. Nicht das WWE Universum. Ich weiß es nicht. Das... wie sagt das so schön der Sänger von Coldplay? Ich sitze in meinem Zimmer und warte darauf, dass mir das Universum oder Gott oder wer auch immer eine Idee für meine nächsten Songs schickt. So, bei ihm klappt das scheinbar ganz gut. Aber nicht bei den WWE-Writern! Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wer den Leuten die Laus in den Kopf gesetzt hat, dass man Bray Wyatt jetzt wieder darstellt wie den letzten Otto und gegen Sheamus wie er die Q verlieren lässt. Warum? Vor allen Dingen, ausgeglichener Kampf. Sheamus hätte ihn ja augenscheinlich besiegt, wenn der Eingriff nicht erfolgt wäre. Das heißt, er wurde wieder unterlegen dargestellt. Grundsätzlich ist seine Darstellung als United States Champion von Sheamus eigentlich sehr gut. Ja. Ich finde es eigentlich sehr vorbildlich, wie man den Titel versucht aufzuwerten. Es ist auch eigentlich ganz nur, gut. Nur, es gibt keine Fehde für ihn, ne? Ja, das ist wie für Barrett. Naja, es gab eine, die da mit Cesaro, die darin bestand, dass sie sich immer gegenseitig pinnen. Das ist eigentlich keine Fehde, aber das wissen die mittlerweile nicht mehr. Ja, wozu braucht man Promos, Travis? Man kann doch einfach Matches gegeneinander bestreiten. Aber Zack Attack, wie soll man denn Fäden gestalten, wenn nicht John Cena drin ist, der nicht gegen Bösewicht X antritt? Das kann doch gar nicht funktionieren. Oder wenn nicht Triple H und Danny Ryan darin involviert sind, dass man ganz oft Goldface und Beam Plus Player sagen kann. Das geht doch alles gar nicht. Also, wie wir wissen, ist so ja auch im Moment schon bestrebt, zwei ganze Fäden am Laufen zu haben. Zwei ganze Fäden. Die Usos gegen die Wyatts und Rhodes gegen Ambrose. Alles andere ist jetzt keine wirkliche Fäde mehr, ne? Nee, eigentlich nicht. Cena ist überall, Reigns ist überall. Cena ist überall, aber der kriegt wahrscheinlich erst wieder was, wenn es heißt Rusev Machka. Rusev Hudria, Rusev Machka. Kommen wir ja gleich Hudria zu. Wissen wir jetzt auch, alles klar. Ja, das war das erste, glaube ich, was er gesagt hat. Irgendwie Hudria oder sowas. In meinem Praktikum habe ich ein Kind im Kindergarten, das nur Russisch spricht. Vielleicht sollte ich das mal fragen, du, Machka. Ich weiß nur, Scarf heißt Schrank. Was? Scarf heißt auch Russisch Schrank. Rusev zerstören. Wunderbar. Also ja, nochmal zu weit. Booking, furchtbar, finde ich. Er hätte meiner Meinung nach Sheamus plattwalzen sollen, ohne Eingriff. Aber er hätte auch meiner Meinung nach Cena plattwalzen sollen, ohne Eingriff. Und hat er nicht gemacht. Man ist auf dem besten Wege, ihn wieder nach unten zu trampeln in der Card. Das Interessante ist ja, die Promo fand ich schon sehr, sehr face-lastig. Also absichtlich face-lastiger. Ja, aber wie wäre er over, wenn er den unbeliebtesten Superstar und unfreiwilligsten Top-Heel des aktuellen Rosters kaputt gemacht hätte. Also ich glaube, da gäbe es dann wesentlich mehr Grund zum Jubeln. Das Ding ist, wir haben ja wieder die üblichen Sprüche rausgehauen, als Cena gewonnen hat.
Also auch zum zweiten Mal jetzt. Übrigens, die Trompeten könnten ja fast tatsächlich an das Superman-Theme erinnern, ne? Also. Und es bringt ihm nichts. Der Sieg hat ihm absolut nichts gebracht. Er hat nicht mal eine Fehde. Er ist nicht. Er ist sozusagen jetzt mittlerweile Number One Contender oder so. Er ist überall und nirgendwo. Er ist überall und nirgendwo. Das wäre ja auch gewesen, wenn er verloren hätte. Ja, natürlich. Und beim Last Man Standing Match gibt es, das ist kein I Quit Match. Sie haben es ja so dargestellt, als würde das Cenas Match sein, weil er nie aufgibt. Never give up, bla bla bla. Ja, Cena muss ja auch seine Legacy beschützen. Das ist meine Legacy. Ja, dieses Song bei WrestleMania hat mich schon so übelst genervt. Aber es ist Quatsch. Genau, so gerade beim Last Man Standing Match ist überhaupt keine Schande darin zu verlieren. Zum Beispiel, wenn man wie bei Batista mit den Füßen an das Turnbuckle getaped war, das war so ein schwachsinniges Finish. Aber ja, also diese Niederlage war absolut unnötig, hat ihn meiner Meinung nach super geschadet, weil er da auf dem Höhepunkt seines Momentums war. Es war schon bei WrestleMania unnötig genug und man hätte eigentlich Schadensbegrenzung machen sollen, indem man ihn dann die Fehde doch gewinnen lässt. Wenn es jetzt so weitergehen sollte, ist es eigentlich absolut schwachsinnig. Ich glaube, jetzt ist auch genug Abstand zwischen den beiden vorhanden, dass man sagen kann, die haben nichts mehr miteinander zu tun. Ja, und eigentlich, Wyatt wird nicht der neue Champion werden, leider. Und ja, sein Stern sinkt. Gerade. Ich tippe hier weiterhin auf John Cena, aber. Ich nicht. Ich möchte es nicht, aber ich tippe darauf. Ja, ich will es auch nicht, aber irgendwie glaube ich es auch nicht. Schauen wir mal. Und zwar deshalb, weil er dann die Titel wieder verlieren müsste, also ein Match verlieren müsste und das geht nicht. Naja, er hat den Titel schon 14 Mal verloren und ich glaube nicht einmal clean. War nicht einmal verletzt? Ja, gut, okay, er hat ihn 13 Mal verloren in Matches. Ja, dann hatte Vicky endlich den Kaffee ins Büro gebracht. Stephanie hat sich auch gleich eingekrallt. Triple H hat ihr den dann aber aus der Hand geschlagen und meinte dann, boah, Vicky, du bist eine dusselige Kuh. Was soll ich jetzt trinken? Hol mir einen neuen Kaffee. Und Vicky wirkte nicht gut. Stephanie unterdessen hatte ihren Kaffee, ging dann zum Interview mit Renee Young und weil man ja als Chefin auf Höflichkeit nicht achten muss, trank sie dann einfach während des Interviews ihren Kaffee. Wirkte dann auf einmal nicht ganz bei der Sache, wünschte allen nur ganz viel Glück für das Titelmatch und rannte dann, was das Zeug hält. Paul Heyman betrat die Szenerie, guckte etwas hinterher, machte so einen sehr amüsierten Gesichtsausdruck und gab uns dann einen Spoiler, denn Cesaro wird der neue Champion werden. Spoiler! Das war super. Der Gesicht, aber als Stephanie weggerannt ist, war göttlich. Ich mit glaube, solchen Segmenten macht mich die WWE ja immer sehr, sehr, sehr wütend. Ich glaube, sie reagieren hier auf die Internetgerüchte und sagen aggressiv. Was Spoiler. Stephanie ist zum Kotzen. Triple H ist zum Kotzen. Die Storyline ist zum Kotzen. Die Authority ist zum Kotzen. Wenn es also dahin wirken, würde ich sagen, ja klar, alles richtig. Aber auch grundsätzlich mal die Frage, was wollte Stephanie bei Renee Young? Was hatte die denn noch zu sagen? Weiß man ja nicht, weil sie ja rennen musste. Ja, also das ganze Szenario, wann hat Stephanie schon mal also wäre es Otunga gewesen, dann wäre es Surprise-Effekt gewesen, weil er immer mit seinem Kaffee rumgestanden ist. Stephanie hat nie einen Kaffee dabei, wenn sie interviewt wird. Was könnte wohl potenziell schief gehen? Warum ist sie im Interview? Was will sie noch sagen? Sie hat doch in der Opening Zeremonie mit dem ganzen Roster alles von sich gegeben. Sie ist aber doch hier relativ famegeil und muss. Ja, warum splittet man nicht einfach während Raw den gesamten Screen und dann sitzen rechts im Bild mit Headset auf am besten noch Stephanie und Hunter vor irgendeinem Bildschirm und kommentieren alles. Die könnten sich ja auch einfach dahin setzen, wo jetzt die drei anderen Laberbacken sitzen. Ja, aber kann es nicht werden. Ja, Cole ist sowieso also mit Abstand der schlechteste Kommentator, den wahrscheinlich seit Mike Adam Lee oder wie man ihn ausspricht. Den fand ich noch 10-mal besser als die drei Horsts, die da jetzt noch sitzen. Ja, heißt ja auch nicht, dass er schlechter war. Oder boah, war ich aggressiv, als da andere Leute im Ring waren. Er kann die Spannung nicht verpacken. Ja, ich meine, Mike Adam Lee war ja bei der WCW, als es die schlimmsten Momente gab, wo gibt. Und trotzdem hat er mit seiner Crew ja irgendwie da geschafft, dass man zumindest, dass er zumindest versucht hat, dass es so rüberkommt wie ein großer Moment. Und das hat auch Matt Striker versucht. Und
weiß ich nicht, Todd Grisham hat es versucht und ist gescheitert, aber ich würde mir 10-mal lieber Todd Grisham anhören als Michael Cole. Der kann während der Matches den Spannungsbogen nicht übertragen. Der kann bei Comebacks keinen Überraschungseffekt overbringen. Der kann bei Debüts keinen Überraschungseffekt overbringen, so wie bei Stardust, das sehen wir ja später noch. Dann sagt er nur, was ist denn das? Oder er sagt gar nichts? Oder weiß ich nicht? Er sagt, oh my god, oder what a move? Oder this could be it, oder so. Dann macht what a suplex! Dann macht irgendeinen beschissenen Kommentar, der die Seriosität da komplett rausnimmt. Und weiß ich nicht, ich finde Lawler mittlerweile nicht mehr so schlimm, muss ich sagen, aber der hat sowieso seine besten Tage hinter sich, seit er kein Heel mehr ist. Und nicht mehr auf Bret Hart herumhackt, das war noch köstlich. Aber nee, schrecklich, 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 schrecklich. Und deshalb könnte man jetzt ja einfach während der Matches, könnte Cole dann einfach sagen, wir schalten live zu unseren Special Guests am Announcing Table, Stephanie McMahon und Hunter. Was sagt ihr dazu? Nee, als hier Sheamus gegen Bray Wyatt und die ganzen beiden Spacken da die ganze Zeit nur darüber geredet haben, dass Randy Orton hat den Spot ja so gekriegt und John Cena muss sich erst noch qualifizieren in einem so unfairen Match gegen den so bösen Kane. Und hier und da John Cena und Randy Orton. Und hinterher, oh JBL, die ganze Zeit hast du auf John Cena rumgehackt. Jetzt ist er wieder der größte Held. Mimi. Boah, mach ja, ich das aggressiv, ey. Das sind alles solche Spacken, ne? Er schießt die alle. Ich kann das nicht mehr und ich mache immer den Ton aus mittlerweile bei den Matches. Übrigens, und einfach einen völlig unabhängig dazu laufenden JR-Kommentarstuhl. Was wollte ich sagen? Verflucht nochmal. Ah ja, genau. Das ist auch der Grund, warum die Diven-Matches im Main Roster nicht mehr ernst genommen werden. Weil egal wie gut sie sind, wie sehr sich auch die Leute reinhängen, die reden immer über was anderes. Der Fokus liegt sowieso nicht auf den Diven. Es zieht ihnen sowieso keiner zu. Die Zuschauer gehen pinkeln und selbst wenn sie was verpassen würden, die Kommentatoren verhalten sich auch so, als wäre da nichts Spektakuläres. Oh, Boobies! Ja, wenn's mal das wäre. Ja. Wenn's mal das wäre. Aber nee. Naja. Dann hatten wir die One-Man-Band, Heath Slater. Man ist nicht darauf eingegangen, dass seine anderen beiden Kumpanen entlassen wurden, sondern nur, dass Slater jetzt alleine unterwegs ist. Und dann kam Rusev, Lana mit einer Promo, Rusev Hundria, Rusev Matschka. Rusev noch ein paar Worte und Heath Slater hatte dann die Schnauze voll, richtete ein paar USA-Chants und eine Ankündigung, dass er jetzt der American Superstar? Irgendwie sowas war's, ne? Was er jetzt sei. Wollte Rusev dann matchen und Rusev Matschka accolade und vorher noch ein richtig heftiger Jumping Superkick. Der hat gesessen. Boah. Der Slater kann halt auch zählen wie Sigler. Aber der hat gesessen, ne? Boah. Ja. Aber. War, was es war. Okay. Also, mir gefällt Rusev, auch wenn er halt wieder dieses Urige von früher nicht mehr hat und jetzt halt wirklich sehr, sehr ich sehe nichts in ihm. Auf Russen getrimmt wurde. Gerade hinterher, dieses Duell mit Reigns und sowas hat schon ordentlich auch Reaktionen gezogen, aber er braucht jetzt halt auch. Den Push machen sie gut, so eigentlich. Er hat zwar wieder keine Fehde im Endeffekt. Ja. Seit er Babyface-Fehde gegen die bösen Truth und Woods gemacht hat, denen er gar nichts getan hat, außer sie fair in Matches zu besiegen. Ja, das Zwischenspiel. Mir gefällt halt, also mir gefällt, wie sie ihn pushen. Mir gefällt nur nicht, warum. Jeder weiß ja, was damit passiert, wenn mit. Natürlich, er wird für Cena geopfert. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Aber vorher könnte man jetzt eigentlich mal eine Fehde gegen Jack Swagger starten. Man hat es ja angedeutet vor 2 Wochen oder was und jetzt kam wieder überhaupt nichts. Swagger ist vor allem kein absoluter Jobber im Moment. Man versucht ihn so ein bisschen über Wasser zu halten. Und ja, aber trotzdem hat er jetzt wieder verloren. Ein Match hat er, glaube ich, gewonnen. Ja, Marella. Er hat auch bei der Battle Royale irgendwie rausgeschmissen und so. Es ist nicht so, dass er halt so vor sich hin jobbt wie vor, weiß ich nicht, 2 Jahren. Ja, aber wenigstens für ein Pay-Per-View-Match mal was aufbauen für die, damit er auch mal ein bisschen beschäftigt ist. Ne? Ja. Aber hey, wir haben doch 2 Fäden am Laufen, mehr schaffen wir nicht. Ja, richtig. Ich hoffe nur, dass Slater jetzt nicht in seinem ersten Match nach so einer Niederlage jetzt auch noch entlassen wird. Das wäre schade, weil der Junge tatsächlich, ich hab's immer gesagt, Talent hat. Er ist natürlich jetzt viel zu weit unten, um jemals hochzukommen, aber er kann mehr als seine beiden Kollegen. Auch wenn, na gut, bei McIntyre lässt sich drüber streiten, aber wesentlich mehr als Mahal und er kann super sellen und man hat nicht so viele Jobber. Man hat ihn und Ryder im Endeffekt. Ja, du hattest das perfekte Jobber-Stable. Warum man die überhaupt getrennt hat? Du hast so viele Dödel. Hat doch niemandem was getan, so, sag ich mal. Also, das klappt. Ja, vor allen Dingen, sie waren da. Die waren lustig. Sie hatten Kultpotenzial. Meiner Meinung nach sind sie auch Kult geworden. Alleine dann am Ende mit dem ganzen Midgets-Zeug und so weiter. Sie wurden ja auch eingesetzt. Das Witzige ist, dass sie am Anfang ja tatsächlich gepusht wurden. Die waren jetzt zeitlang wirklich unbesiegt und dann war ich, glaube ich, gegen Shield oder so haben sie dann verloren.
Ja, super lustig eigentlich. Ja, sehr, sehr schade. Ich traue ums BNB. Aber damit ist auch mittlerweile ganz klar wieder zu sagen, der Hype um die Six-Man-Tags vorbei. Ja, jetzt ohne The Shield sowieso. Ja, aber auch jetzt wieder ein Team weg und dass man die auch nie nach den Tag-Titles hat greifen lassen. Ne? Vor allen Dingen, dass Slater ja in der Tag-Division schon früher mal eine Dreifacher Hausnummer Tag hat. Team Champion ist der gute, ja. Ja, Aber dann ja, andere Zeit. war Stephanie über der Schüssel. Triple H wollte nicht ins Klo gehen und hat Vicky dann befohlen, guck doch mal nach, wie es Frauchen geht. Ja, Vicky geht rein, Vicky kommt raus und wir sehen nur noch einen braunen Strahl fliegen. Triple H fand es amüsant. Es war eklig. Auch für mich. Und ja, mein Humor ist es nicht. Ja, rein zur Attitude Era. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Vicky eine Blondine mit übergroßen Silikonbrüsten ist, Die dann ein Kotz-T-Shirt kotzen muss. die sich dann ausziehen muss oder so. Ja, aber Ja, man gerüchtet ja. jetzt müsste noch Perry Saturn mit seinem Mob um die Ecke kommen und sie sauber machen oder so. Die Ja, Gerüchte ich. hier sagen ja, das ist die Storyline, um Vicky wirklich dann endgültig aus den Shows zu schreiben, weil sie ja eigentlich schon seit WrestleMania aus ihrem Vertrag möchte. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Sie zieht ja auch schon lange nicht mehr so den Heat wie, weiß ich nicht, noch vor 2, 3 Jahren, Sie tut mir mittlerweile richtig leid, was die wo alles sie. mitmachen muss. Das ist doch nicht mehr feierlich. Naja, sie hat einen Job fürs Leben, hat ihr die WWE versprochen und Ja, der sie hatte aussehen ihre muss, ne? großen Momente. Sie war definitiv eine der effektivsten Heel-Persönlichkeiten, die wir überhaupt jemals in der WWE hatten. Oh, Also ich habe sie gehasst damals bei SmackDown mit Edge, ja, ich dem auch Main Event. abgrundtief. Wie Und ich hieß habe auch die? Edge damals gehasst, weil dieses Lamphia. Pairing halt einfach super geil war. La Familia hießen die, ne? Und auch später, als sie dann, ja genau, und auch später, als sie dann gar nicht mehr so im Main Event stand, sage ich mal, als Heel, wenn die reingekommen ist und GM war, die wurde aus der Halle gebuht. Das war ja also wirklich völlig Excuse abgefahren. me? Buh! Also krasser als jeder Top-Heel, wunderbar. Und ja, mein Gott. Pff. Die hat andere Ziele. Sie hat doch gesagt, sie würde gerne nochmal, wollte sie an die Uni oder so nochmal. Also hat sie, glaube ich, schon gemacht. Hat sie irgendeinen Master nebenbei gemacht. Und wenn sie das will, gebraucht wird sie nicht mehr. Es gibt sowieso im Augenblick so viele Cuts. Brad Maddox als Du Authority-Persönlichkeit ist ja auch brauchst doch weggefallen. keinen GM mehr, wenn die ganzen Dödel die Du ganze brauchst Zeit in Shows grundsätzlich eigentlich rumlaufen. kein GM mehr, aber naja. Naja. Das mit der Kotzorgie war jedenfalls, wäre das der Abschluss, das fände ich doch sehr unwürdig. Naja, kommt ja nächste Woche wahrscheinlich dann noch was, wo sie gefeuert wird. Auf jeden Okay. Fall hat Reigns dann die Situation ausgenutzt und meinte, ja, du wirst doch sowieso gefeuert, dann kannst du mir auch den Spot geben. Ich bin ja auch gar nicht dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Überhaupt nicht. Und sie dann, ja, dann bist du halt da drin, ist mir doch egal und ging weg. Wut im Brand. Sie musste ja schließlich erst mal duschen gehen. Ja. Ja, dann hat Randy Young Kevin Hart, diesen angeblichen Comedian, interviewt. Adam Rose mit dem Exotic Express kam hinzu. Kevin Hart war nicht sonderlich begeistert erst. Adam Roses Sonnenbrille ist die geilste Sonnenbrille, die ich jemals gesehen habe. Ich will dieses Ding haben. Das sah so geil aus. Als er bei Main Roster am Anfang, als er da gestanden ist, wer ist das denn? Da hab ich angehalten, guckt. Ach, das ist Rose. Oh, was für eine geile Sonnenbrille. Super geil. Super geil. Wirklich. Toll. Dem Lolli und diese Stimme auch, ne? Das passt irgendwie dann so in so Ja, Promo-Segmenten sein dann doch gekünstelter besser. Akzent ist Schwachsinn, aber super. Super lustig. Ich mag Adam Rose. Ja, ich würde ihn nur nicht in Matches stecken. Einfach nur als Ja, Backstage-Attraktion. er ist grottig im Ring, aber mein Gott, The Godfather war auch grottig im Ring. Und der hat auch sein Kultpotenzial gehabt. Ja, auf jeden Fall, don't be a lemon, be a rosebud. Wollte er dann nicht. Rose zog ab und irgendwie war er dann doch verleitet zu tanzen und sollte dann beim nächsten Match als Gastkommentator fungieren. Und da hat man dann mal wieder dieses ganze Dilemma von Guest Stars gesehen, die als große WWE-Fans propagiert werden, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben. Ja. So eine ziemlich blamable Vorstellung. Naja, auf jeden Fall. Er ist halt auch eigentlich gar kein, also er ist Comedian, aber er ist nicht groß. Er ist jetzt, weiß ich nicht Tausendnummer Jim Carrey, Adam Sandler oder so. Der Film, über den sie gesprochen haben, das war halt ein verhältnismäßig gering, mit geringem Budget ausgestatteter Film. Und der hat an die 100 Millionen Dollar eingespielt. Das ist aber, also ich glaube, Fuck You Goethe war erfolgreicher bei uns, sagen wir mal so.
Und habe ich erst vor kurzem gesehen, der ist ja wirklich großartig gewesen. Sehr, sehr lustig, doch, durchaus. Ja, auf jeden Fall haben Rose und Summer Rae gegen Fandango und Layla gewonnen, nach dem Partyfoul von Rose an Fandango. Summer Rae hat Layla backstage gejagt. Ja, und ich weiß nicht, wie kommt man auf die Idee, gottverdammte Idee, Summer Rae als Face auftreten zu lassen? Dieser Blick, diese Nase, die kann nur Heel sein. Diese Nase reicht schon. Das geht nicht als Face, das geht gar nicht. Ja, sie hat doch sowieso nur Heat, weil sie nicht durch die Independence gekommen ist. Ah nee, das war nicht mal Maria Cameron, aber sie auch. Das Heat, weil sie scheiße ist. Ja, im Ring ist sie nicht so gut, aber sie ist halt eine nervige Bitch. Ja. Tollen Körper, aber... Niemand mag sie. Ja. Wie wir wissen. Ja, wir müssen auch unbedingt bald mal einen Termin für die restlichen Folgen von Total Divas finden, ne? Ja, ich hab Zeit. Mussten wir dann im Anschluss mal... Ja, weil morgen ist, glaube ich, ein bisschen kritisch. Da steht irgendwas anderes auf dem Programm, aber... Ich habe die letzte Folge, um ehrlich zu sein, auch noch nicht gesehen. Was? Ja, weil ich mir alle Folgen dann, bevor, wenn wir es machen, nochmal am Stück angucken wollte, um wirklich voll nichts zu verpassen. Trotzdem, was? Ja, ich schäme mich auch. Naja, jedenfalls Battle Royale. Ganz viele Deeps standen im Ring. Ein paar andere haben Entrance gekriegt. Nichts passiert. Ja, it was a Battle Royale und es war lang. 17 Minuten und sagen wir mal, die ersten 13 bis 14 Minuten passierte wirklich gar nichts, außer dass die Typen rausflogen. Sie haben es mit der Länge zumindest glaubhaft aussehen lassen, dass die Typen halt lange brauchen, um sich rauszuprügeln, weil das sind eine Menge Typen und die Mengen Typen sind halt auch nicht schlecht. Ja, aber das ist halt das Battle Royale Problem, ne? So viele Leute im Ring, da kann nichts passieren. Der Royal Rumble ist deshalb so gut, weil teilweise nur 5 Leute im Ring stehen und die können sich dann tatsächlich mit Wrestling Moves prügeln und stehen nicht nur am Seil, geht da doch endlich raus und bis dann Monster X kommt und sie alle plattwalzt. Apropos Musik, wir haben es ja vorhin angesprochen. Ich fand, Reigns hat ja jetzt als einziger noch das, also im Endeffekt noch das Thema vom Shield-Theme bekommen. Und das finde ich gut. Ich finde sein Theme wirklich tatsächlich gut. Das Shield-Theme ist ja auch. Passt zu ihm. Er kommt auch immer noch durch das Publikum. Das ist natürlich super lustig, super geil. Ja, man sollte auch nicht zu viel ändern. Nee, also er ist weiterhin quasi das Überbleibsel von The Shield. Ambrose ist jetzt ein Face-Psycho. Wir warten mal ab, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Rollins ist der Corporate Guy und er ist... Ja, zu Corporate der gewechselt ist, ohne irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen. Ja, das hatten wir ja gerade. Ja. War nichts Großes. Aber man hat die Leute gut dargestellt, die man gut darstellen wollte. Ich fand es ganz gut, dass in den letzten Top 4 waren tatsächlich ja nur neue Leute. Ja, und also die letzten 5 Minuten, die fand ich auch gut. Also Reigns, Big E, Bo Dallas, und Rusev. Ja. Das war vor allen Dingen, das fand ich gut. Wie episch war es, als Rusev, als Dallas den einen Typen, was Rob Van Dam? Ich glaube, Rob Van Dam war es, eliminiert hat, dann zu Barrett gegangen ist. Yay, Kollege, lass uns umarmen, Bully! Barrett ihn dann erstmal umgenäht und rausgeworfen hat. Nee, er hat ihn leider nicht ganz rausgeworfen, das wäre nämlich eine tolle Eliminierung gewesen, aber dann musste Dallas ja noch Big E rausschmeißen. Man hat in dieser Battle Royale zum ersten Mal, finde ich, Bo Dallas klar als Heel positioniert. Im Main Roster war er bislang Face. Naja, er war auch bei NXT Face, nur er wurde gehasst. Also nein, von seiner Art und Weise. Ja, gut, aber bei NXT hat er den höchsten Titel gewonnen gegen den beliebtesten Superstar und hat ihn fast ein Jahr gehalten. Ja, aber hier war ja auch nichts anderes in seiner Darstellung, außer dass er Barrett umarmt hat. Aber jetzt hat er halt mit Barrett zusammengearbeitet. Aber das Ding ist, ich weiß nicht, diesen Effekt durch die smarkigere Crowd, sag ich mal, die dann Dallas sowieso schneller gehasst hat, hatten wir im Main Roster nicht. Das sind andere Fans und ich kann mir gut vorstellen, dass dann der eine oder andere, weiß nicht, vielleicht der jüngere Fan dann plötzlich angefangen hat, wo Dallas Fan zu werden, weil er halt dargestellt wurde wie ein netter Typ. Sagen wir so. Also dieses wirklich Nervige haben sie hier zum ersten Mal rübergebracht und zwar dadurch, dass er halt auch Leute rausgeschmissen hat. So, also eigentlich will ich damit ja nur sagen, dass ich es ganz gut gemacht habe. Ja, die sind halt nicht so intelligent, die WWE-Fans. Hat ja auch Lawler gesagt, als er dann von irgendeinem kleinen 4-jährigen Mädchen sprach, was Bray Wyatt-Fan ist. Oh nein, die Welt geht unter, es ist Bray Wyatt-Fan. Die Welt geht unter, es gibt viele John Cena-Fans in dem Alter. Ja, aber das Mädchen war nicht Fan von John Cena, oder? Es war Fan von Bray Wyatt. Wie schlimm ist das für die heutige Jugend? Wenn sie Fan von solchen brutalen Kerlen sind. Aber ich fand auf jeden Fall den Showdown hinterher zwischen Rusev und Reigns war schon cool gemacht. Ja, es wurde angedeutet, dass das halt die Paarung der Zukunft sein könnte. Das gab es auch schon mit Reigns und Big E, fand ich auch damals sehr gut.
Ja, nur Big E hat man ja. Ja, Big E ist jetzt im, ja, nee, also er hat jetzt auch vor kurzem doch tatsächlich wieder schönen Sieg einfahren können. Ich glaube, da kommt noch was. Mit Big E sind sie noch nicht fertig. Der trainiert noch mit Cena. Das nimmt wahrscheinlich dasselbe Müsli und das macht es zu Brüdern. Ja, dann haben wir John Cena bei Renee Young gesehen. Der war begeistert von Roman Reigns Sieg und meinte dann mal wieder lustig: Hey, ich bin ja heute in einem Supermatch gegen Kane. Ich kann mich beweisen. Das ist alles ganz toll. Und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, denn ich werde den Titel holen. Ich bin der Größte. Das war Ich ziemlich heel-lastige Promo mal wieder. habe John Cena nie gehasst. Schon seit, weiß ich nicht, seit ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, habe ich John Cena nie gehasst. Ich war nie einer der übelsten Cena-Hater, der ihn am liebsten aufhängen wollte. Aber ich glaube, die WWE möchte gerne, dass ich einer werde. Was mich jetzt schon wieder also angekotzt hat, warum dieses, oh, habt ihr das gesehen? Roman Reigns, das ist, oh, das hat er ja super geil gemacht. Der Junge. Mein Junge hat das wunderbar gemacht. Und jetzt mache ich dasselbe. Warum? Wozu? Wozu braucht man sowas? Der soll die Fresse halten. Das ist ja wie Hogan, der dann bei jedem Sieg von Savage rausgekommen ist. Hey, Macho Man, super gemacht. Und wahrscheinlich Savage sich gedacht hat, Alter, verpiss dich. Mein Moment. Geh mir aus dem Weg. Reigns soll auf eigenen Beinen stehen. Der braucht Cena nicht. Der braucht keinen Papa, der mit der und sagt, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich mach das jetzt übrigens auch. Vor allen Dingen die Promos, die sind so überarrogant und selbstverherrlichend im Ja, Moment. Cenas Promos können entweder gut oder sehr gut oder super schlecht und langweilig sein. Vor allen Dingen, es ist überhaupt keine Ernsthaftigkeit da. Hallo, er soll in einem Ich bin auch. ultra-brutalen Match gegen Kane antreten und verkauft das so, hoch, naja, machen wir mal, ist ja alles Aber easy. wie willst du ihn denn ernsthaft darstellen? Der gesamte Charakter ist lächerlich. Ja, aber ein bisschen Ernsthaftigkeit, als da jetzt irgendwie lächerlich drüber Witze zu reißen über so ein Er Match. hätte ja auch wieder so eine eindrucksvollen Promos halten können wie bei der ersten Fehde gegen Kane, die mit Abstand schlechteste Fehde, die ich glaube ich außer Edge gegen Kane jemals miterleben durfte, wo es um Embrace the Hate ging, falls du dich erinnerst. Wo Ja, er so da habe ich heute einen bei irgendwann Kommentar die Kamera geguckt hat. hab da einen Kommentar zu gelesen, zu dem Match zwischen Kane und Cena. Switcher-Match hatten wir das nicht erst vor 1,5 Jahren. Damals, als Zack Ryder noch cool war. Ja, das war ja die Wir beerdigen Zack Ryder-Fehde. Ja. Übrigens in einem wie heißt das, WWE-Inbox-Video, da ging es um Payback, kurz vor Pay-Per-View. Und da meinte Zack Ryder so, ja, mein Lieblingsmoment in Sachen Payback war, als ich endlich meine Rache gegen Kane bekommen habe und ihm endlich nach all den schrecklichen Dingen, die er mir angetan hat, ihm alles zurückzahlen konnte, was er mir angetan hat, nachdem er mich in die tieferen Regionen der Karte verbannt hat und Moment, ich habe mich nie rächen können. Ja, ganz schön scheiße, wa? So nach dem Motto. Ja, das hat ihn kaputt gemacht und er hat sich nie mehr davon erholt. Aber gut, Cena kotzt einen immer noch an. Es wird immer schlimmer. Völlig unnötiges Segment, es wird immer schlimmer. Und wenn er jetzt tatsächlich so Titel gewinnt, dann weiß ich nicht. Dann durfte Paige weiterhin keinen Charakter zeigen und gegen Cameron gewinnen. Wir erinnern uns, vor ein paar Wochen hatte Cameron Paige irgendwie angebitscht und die hatte ihr daraufhin ein Titelmatch versprochen. Das war kein Titelmatch. Aber es ging wohl hauptsächlich darum, um irgendwelche Spannung zwischen Cameron und Naomi für Total Divas zu drehen. Und warum macht man Paige so kaputt? Die war so gut in NXT und jetzt? Sie gewinnt zwar, aber gegen irgendwelche Dödel. Ohne Story, ohne Es Charakterentwicklung, ohne Dominanz. braucht vor allem einen Scheiß, um das zu ändern. Das ist Ja! quasi ein Fingerkrümmen. Es So die wäre kleinen so Finger. einfach. Weiß ich nicht. Dann, selbst wenn es Cameron ist, dann sagt jetzt Cameron, Mrs., you have to work the face, you have to work the camera. Ach, so Dann sagt sie großartig. halt, ey du bist voll keine Diva, ich nehme dir jetzt den Titel weg, weil du musst so eine Diva sein wie ich. Ich bin eine Total Diva, ich bin cool. Und dann sagt Paige, ne? Ich bin so wie ich bin die Anti-Diva, weiß ich nicht. Und dann macht man irgendwie bei Backstage Fallout oder sonst was, irgendwie irgendwas in diese Richtung. Und das ist schon 10-mal wertvoller als dieses, ich werde verprügelt und dann sage ich mein Submission Move und dann ist Ende. Ja, sie wird halt wirklich wie der letzte Rookie dargestellt. Und es ist ja Mein kein Gott. Wunder, dass sie keine Reaktion zieht. Ja, heute ging's vor allem eigentlich wieder. Ja, Sie aber war Pop, aber sie könnte halt mehr. wenn man sie mal lassen würde, ihr mal wirklich was geben würde. Sie ist jetzt seit 3 Monaten Champ und hatte nichts. Also gegen Alicia Fox, das nenne ich jetzt mal Man nicht Fehde. hat so viele gute Divas, man hat so viele gute Diven-Storylines bei NXT. Warum kann man nicht ansatzweise was davon übertragen? Warum muss mich die WWE da so wütend machen? Ja, Das ist wirklich. boah, ich hätte ja schon wieder ins
in meine Tastatur beißen können, ja, als ich dann von Lawler gehört habe vor dem Match. Ja, Paige hat ja gesagt, die Diven Division, die ist so voller Competition. Ja, locker. Darum hatte auch fast jeder die Titel schon mal. Dann wurde es auf jeden Fall Zeit für etwas Goldigeres. Ja! Goal, das sollte seinen neuen Partner enthüllen, den Cody Rhodes ihm persönlich vorgestellt hat. Und er wusste schon, das ist ein toller. Ja, Ryan Baxter war im Ring. Golas kam raus und es kam Stardust. Supergeil. Supergeil, wirklich. Und wer war Stardust? Stardust war Cody Rhodes. Mit furchtbar kurzen Haaren. Ja, der hat wahrscheinlich gemerkt, ich kann als Golas Partner nicht funktionieren, andere funktionieren auch nicht. Vielleicht muss ich mich an meinen Bruder ein wenig anpassen, um mit ihm ein gutes Team zu sein. Und wie das geklappt hat, sie haben nämlich Ryan Baxter in einer Minute besiegt. Ja. Nachdem sie davor, nachdem Golas immer so 7-8 Minuten gebraucht hat, um zu verlieren, haben sie jetzt in einer Minute gewonnen. Ja, und Cody hat ein anderes Moveset gezeigt. Ja. Ich fand es sehr amüsant, wie er halt als Stardust, ich hätte mir irgendwie gewünscht, eine andere Farbe, grün, blau, silber oder irgendwas, um sie ein bisschen besser unterscheiden zu können. Vielleicht so ein bisschen silberner, weil Sterne sind ja auch nicht zwangsläufig Gold. Ja. Aber ich finde das ehrlich gesagt die beste Lösung, die man sich hätte aussuchen können. 0:15 im Undercard Heel, der gegen seinen Bruder turnt, der, mein Gott, dann gibt es halt die Bruderfeder wahrscheinlich nicht, wenn das jetzt so weitergeht mit Goldust und Stardust. Aber was will man sonst mit ihm machen? Ehe man ihn verwurstet und Cody war in seiner Rolle vollkommen festgefahren. Zweifelsfall wieder Cena vor die Füße wirft, wenn er dann tatsächlich mal sowas wie Momentum bekommt. Warum nicht Stardust? Von mir aus, ich meine, Goldust ist Mitte 40. Wenn der mal weg sein sollte, haben wir nochmal so einen Exoten aus der Rhodes Family. Der kann immer noch wieder Cody werden. Daran hindert ihn keiner. Und für den Moment, jetzt sind sie, glaube ich, auch wieder ein Team und das Team ist wunderbar. Und vielleicht. Ich finde es völlig in Ordnung. Ja, also es ist mal was anderes. Ja. Das ist mal wirklich eine Storyline. Das ist auch etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, und die Storyline war super aufwendig, oder? Es war eine funktionierende Storyline, es war super aufwendig. Jedes Mal stand Cody vor einem Fernseher und sein Bruder hat verloren. Und er hat gesagt, ich hole den neuen Tag Team Partner. Ja, aber man hat es jetzt halt auch schon gut über einen Monat gezogen. Warum es passiert ist, es gab einen Aufbau dazu, als Cody immer verloren hat. Es gab dann einen Mittelteil, wo etwas passiert ist während der Shows, ein wiederkehrendes Motiv, was wunderbar umgesetzt wurde, was sich dann auch gesteigert hat. Und es gab ein Ergebnis mit Auswirkungen auf die Zukunft. Das ist so einfach! Man hat es doch selber schon hier gemacht und stattdessen rennt jetzt ein Match vorher, Paige immer noch als charakterlose, schwarzhaarige Brite durch die Gegend, die keine Reaktion bekommt und damit die Offiziellen wütend macht, obwohl sie selber zu inkompetent sind, das zu ändern. Und das Lustige ist, Stardust war einmal der Spitzname von Dusty Rhodes. Ja. Damals, bevor er, glaube ich, oder nachdem er The American Dream war, in irgendwelchen anderen Ligen, war er eine ganze Zeit lang Stardust, Dusty Rhodes. Das ist ja lustig. Ja, kleine Hommage. Wunderbar. Für SmackDown wurde ein Match zwischen Bertie und Roman Reigns angekündigt. Wo war Bertie? Autos kaufen. Ah nee, er kommt ja gar nicht mehr in Limousine. In Mexiko Kontakte knüpfen. Vielleicht einen neuen Schal kaufen. Ist er ganz schnell so AAA kann, wenn seine Karriere bei der WWE zu Ende geht. Und dann war es Zeit, Travis. Dann war es Zeit. Main Event Time. Stretcher Match. John Cena gewann gegen Kane via Stipulation, nachdem er Kane am Ende mit einem brutalen AA knappe 10 cm auf eine Schaumstoff-Stretcher geworfen hat und Kane danach tot war und über die Linie geschossen konnte. Er hat den Dämonen getötet. Also, während des Matches, bei dem Daniel Bryan weglaufen musste. Genau, AA durchs Kommentatorenpult, ja, geprügelt, dann kam Rollins und Orton, Cena war tot, dann kam Ambrose, hat Rollins und Orton ein bisschen rausgeprügelt und Cena ist nach dem RKO wieder aufgestanden wie ein junger Gott. Selling? Yes. Ja, Bray Wyatt, Last Standing Match am Ende. Selling? Ich renne durch die Gegend, ich kümmere mich um die Usos, ich halte mein beschissenes Never Give Up Bändchen in die Kamera und beerdige Wyatt noch mehr John Cena Sucks. Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, es gibt halt immer noch Aspekte an John Cena, an denen man erkennt, dass der Typ nicht weiß, was ein Wrestler ausmacht. Er ist es nur versehentlich ab und zu halt ganz gut. Und ich begreife ja immer noch nicht, also er hat genug Macht, er muss wissen, er muss doch Mitspracherecht haben und er muss doch wissen, dass das so scheiße ist. Aber er will es wohl einfach auch nicht. Ich glaube, er denkt einfach, dass alles, was die WWE macht, grundsätzlich richtig ist. Alles.
Das Einzige, worüber ich ihn bisher habe negativ reden hören, war die Entlassung 2010 von Daniel Bryan, weil er sich gedacht hat, der Typ ist gut, den können wir nicht gehen lassen, aus dem kann man was werden und das nächste Stable braucht ihn. Apropos Nexus. Es gibt ein wunderbares Interview von Chris Jericho und mit Edge. Die kennen sich ja schon ewig, plaudern da so ein bisschen aus dem Nähkästchen bei Jerichos Podcast, die man sich sowieso mal anhören kann, wie ich finde, alles sehr gut. Und darin lassen beide dass die Nexus-Invasion von 2010 Revue passieren und wie man die 2010er beim SummerSlam komplett abgewürgt und beerdigt hat. Und ratet mal, wer sich dafür ausgesprochen hat, dass Nexus A besiegt wird und dass das Finish dann B so durchgezogen wird, wie es durchgezogen wird, nämlich 2 gegen 1 und am Ende gewinnt wer? John Cena. Ganz genau. Er hatte die Idee, dass es dann am Ende den Spot gibt, dass Barrett die Außenbekleidung vom, also so von der Ringumgebung, die Matten wegräumt, sich einen DDT auf den Beton geben lässt, dann wieder in den Ring gerollt wird, den Kickout macht bei 2-3 Viertel, dann Gabriel im Nichts eliminiert und dann auch noch Wade Barrett besiegt. Cena ist ein Arschloch. Ein gottverdammtes Arschloch. Yep. Und er macht mich wütend. Ja, und hier war es genauso. Er kassiert den RKO, nur weil Ambrose dann Rollins und Orton aus dem Ring haut, ist Cena dann wieder völlig fit, kann Kane dann prügeln und mit diesem brutalsten AA der Welt, der ja wirklich 2-1 für Belgien in diesem Augenblick, brutalsten AA auf die Schaumstoff-Stretcher da über die Linie transportieren. Ja. Und die Show endet wie mit einem feiernden John Cena. Ja, Travis, dein Fazit? Scheiße! Sie haben mich wütend gemacht! Willst du göbeln gehen? Nee, könnte ich zwar, aber mache ich nicht. Vomiting! Ich bin ja nicht Kevin Dunn und finde sowas geil oder so. Das weiß ich nicht. Bei Kevin Dunn weiß ich es nicht. Ja, Kevin Dunn findet das bestimmt auch. Was ist das denn jetzt hier? Findet das bestimmt auch geil. Ja, natürlich. Also wenn Vince das geil findet, findet er das auch. Und Cena steht bestimmt auch 100% dahinter und findet das best for business. Weiß ich nicht. Das Einzige, was wirklich gut war, war alles um The Shield. Um den ehemaligen Shield, meine ich. Reigns fand ich gut in der Darstellung. Ich fand Ambrose gut in der Darstellung. Ich fand die Matches von Ambrose und Rollins gut. Rollins Darstellung ist jetzt nicht so toll, weil er kein Motiv hat, weil es keinen Sinn macht, dass er geturnt ist. Aber jetzt ist es soweit und ja. Man hat keine hitzige Storyline für den Sommer, so wie Vince es wollte. Vince macht sowieso das Produkt noch schlechter. Vielleicht sollte er sich einfach in den Ruhestand verpissen und hoffen, dass die Wall Street nicht klapp macht, bevor er wieder Milliardär ist. Ja. Er hätte WWE im Westen mal verkauft, als er. Anderthalb Punkte! Ja, also. Ich und fand die Show bis zu Sheamus gegen Bray Wyatt fand ich die Show ordentlich. Wenn man das Anfangssegment noch rausstreicht, dann haben wir 3 Matches gehabt und eine Promo. Ja, nee, diese ganze Kotzorgie fand ich scheiße. Slater gegen Rusev fand ich toll, weil ich Rusev mag, weil ich Slater mag. Rusev Matschka. Rusev Putria. Ja. Renee Young finde ich toll. Battle Royale waren die letzten Minuten okay. Man hat ja nicht mehr so viel, ne? Paige finde ich toll, auch wenn sie scheiße dargestellt wird. Stardust fand ich großartig. Stardust war die Ausende, das ist der halbe Punkt. Ja, Punkt, ich gebe 2 Punkte. Einen halben Punkt für das Ambrose-Match und einen halben Punkt für Stardust. Ich geb 2 Punkte. Zu viele Minuspunkte durch anderen Scheiß, aber 2 Punkte sind, denke ich, okay. Ja, also alles, was potenziell hätte Pluspunkte geben können, zum Beispiel auch die Battle Royale, also mit dem Ergebnis zumindest, wird schon wieder dadurch negiert, dass die Battle Royale scheiße war und dass Roman Reigns seinen Spot dadurch geerdet hat, dass Vicky Guerrero angekotzt wurde. Das, das wird einfach nix. Das wird einfach nix. Ich muss wieder Ring of Honor gucken am Wochenende, da wird vielleicht alles wieder gut, aber. Ja, ich hoffe, man kriegt den scheiß Pay-Per-View überhaupt zu sehen. Ja, es ist ja Pay-Per-View, es ist ja nicht mehr iPay-Per-View, also ich denke mal. Hoffen, nicht, ne? Soll. Naja. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Dienstagabend. Schaut viel Fußball, hört unsere Review, schaut auf unsere Seite, geht in unser Board. www.wrestling-infos.de/board. Ja, wir haben auch ein Board. Eigentlich wollten wir für heute noch ein Gewinnspiel raushauen, aber das haben wir irgendwie vergessen, weil der Jens jetzt nicht da ist und ich jetzt nicht weiß, worüber ich ein Gewinnspiel machen soll. Dann kündige ich einfach mal an, es wird in der nächsten Woche bei der Raw Review ein Gewinnspiel geben. Also haut rein und hört die Raw Review nächste Woche natürlich auch wieder. Und mindestens genauso wütend wie heute.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und in diesem Sinne, Rusev Matschka. Rusev Wutria. We are out. Tschüss.